Seid gegrüßt, Leute, zu einem neuen Video. Ja, ich wollte euch heute zeigen, wie ihr diesen Hintergrund, den ihr hier seht, diese Animation, diese 3D-Animation selber beeinflussen könnt, welches Bild im Hintergrund da laufen soll. Und zwar habe ich da dieses LB Photorealism für bearbeitet. Wenn ich das ausgewählt habe, seht ihr hier, ist ein anderer Hintergrund. Und alles, was ihr dafür braucht, ist Minecraft, dann ein Videobearbeitungsprogramm wie, oder ein Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop oder Paint.net. Zu Paint.net ist kostenlos, ist in der Videobeschreibung ein Link. Ja. Zuerst geht ihr einfach in euer Minecraft, Singleplayer und geht zum Beispiel, weiß ich nicht, in Stronghold. Also, das ist meine Welt. So. Genau. So. Jetzt könnt ihr wohin gehen, welches, wo auch immer euch die Umgebung gefällt, und stellt euch zum Beispiel hier hin. So, ja. Und wenn ihr, jetzt müsst ihr halt ein paar Screenshots machen, weil ihr die dann nachher einfügt, und wenn ihr das ganz normal, wenn ihr auf dem Boden steht oder auf irgendeinem Block, dann müsst ihr dieses Field of View, also FOV, was neu ist in der 1.8, müsst ihr auf genau 90 stellen. Aber wenn ihr fliegt, so wie ich es jetzt machen werde mit dem Fly Mode oder halt im Creative Mode, müsst ihr die FOV auf 70 haben. Das ist ganz wichtig. So, ich mache mal kurz den Fly Mode an und macht einfach, damit ihr einen besseren Überblick habt. Wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr natürlich das vom Boden machen, aber FOV auf 90. So, sorry, wenn es ein bisschen leckt, aber ich nehme gerade mit Camtasia auf. So, dann machen wir das Interface aus, indem wir F1 drücken und gucken jetzt, also um es nochmal anzuschalten, ungefähr hier über den Horizont. Jetzt müssen wir aber ganz wichtig erst ein Bild zum Norden machen, dann zum Westen, dann Süden, dann Osten, dann nach oben und dann nach unten. Und falls ihr nicht wisst, wo Norden, Westen, Osten, Süden ist, müsst ihr wissen, dass die Wolken immer nach Westen ziehen. In dem Falle nach da. Da ist Westen. Demnach, wenn ihr die Erdkunde aufgepasst habt, ist hier Norden, Osten, Süden und Westen. Also gucken wir zuerst nach Norden. So, ich wiese nochmal den Horizont an, ungefähr darüber ein bisschen. Und drück einfach F2 in einem Screenshot zu machen. So. Und könnt ihr wieder das Interface anschalten, steht hier Save Screenshot. So, dann drehen wir uns nach Westen. So. Drücken wieder F2. Also, das braucht ihr nicht mehr wieder an- und ausstellen, sondern nach Süden F2 und nach Osten F2. So, dann noch wichtig nach oben hin, einfach geradeaus bis zum Anschlag nach oben gucken, F2 und ganz nach unten gucken, F2. So, in Minecraft sind wir jetzt eigentlich durch. Ihr könnt Save and Quit machen und da schließen. Also jetzt geht ihr in euren Punkt Minecraft Owner, dazu öffnet ihr eine Startleiste, gibt ein Prozent, App Data Prozent. So, drückt auf OK, geht in Punkt Minecraft, in Screenshots, weil ihr ja gerade da welche gespeichert habt. Und das muss jetzt nicht sein. So. Schließen wir mal kurz so. Jetzt seht ihr hier diese 1, also mit mir sind sie ganz unten, weil ich hier unten schon was bearbeitet habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind die 6, die wir eben gemacht haben. Und die benennt ihr von Norden aus. Norden heißt Panorama 0, so geschrieben, klein geschrieben, Panorama direkt an der 0. Ist die Norden, müsst ihr einfach Rechtsklick umbenennen und dann Panorama halt 0, 1, 2, 3, 4, 5 nennen. 0 ist Norden, Panorama 1 ist Westen, Panorama 2 Süden, Panorama 3 Osten, Panorama 4 nach oben gucken, Panorama 5 nach unten gucken. So. Und was wichtig ist, ihr müsst jetzt in eurem Bildbearbeitungsprogramm gehen und ich nenne das jetzt mal um. Da ich Panorama 0 schon habe, mache ich es einfach mal Panorama 01, aber ihr müsst es in 0 umnehmen. Panorama 01. So, dann zieht ihr es in euer Bildbearbeitungsprogramm. So. So, und ganz wichtig, die Maße müssen 256 mal 256 sein. Das heißt, ihr geht hier oben auf Bild, wenn ihr in Photoshop seid. Bei Paint.net müsste das ähnlich sein, auf Bildgröße. Und unbedingt dieses Proportionen beibehalten, ausmachen. Oder wenn ihr es gar nicht auswählen könnt, dann ist es so, weil sonst wird das immer proportional gemacht. Gebt ihr ein, 256 mal 256, bei Paint.net auch. Und dann wird das hier
auf 256 mal 256 minimiert. Das ist nämlich die Größe, die das annimmt in .minecraft-Ordner. Dann geht ihr einfach auf, wenn ihr schon Panorama 0 genannt habt, dann geht ihr einfach auf Speichern. Aber wenn ihr es noch nicht umbenannt habt, gebt ihr hier auf Speichern unter und gebt dann erst Panorama 0 ein. Wie gesagt, 0 Norden, 1 Westen und so weiter. So, dann habe ich das ja schon gespeichert. Könnt ihr das schließen? So, und das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Die auch nicht. Weil ich das ja schon habe, damit ich jetzt nicht durch... Was geht denn jetzt ab? So. Genau. So, dann... Ja. Geht ihr wieder in euren .Minecraft-Ordner. Geht hier einfach zurück in .Minecraft. Geht jetzt entweder in den Bin und ersetzt die, aber ihr könnt euch einfach ein neues Texture Pack oder ein anderes Texture Pack das reinfügen. Ich gehe in das LB Photorealism, da habe ich es ja schon gemacht. So, öffnet ihr das einfach mit WinRAR oder 7-Zip. Öffnet sich dieses RAR-Archiv. Und hier seht ihr jetzt ein paar Sachen und dann geht ihr in Title. Oder wenn ihr ein eigenes Texture Pack erstellt, müsst ihr ihn halt mit den Ordner erstellen. Und da drin ist noch ein Ordner, der nennt sich BG. Die müsst ihr aber entstellen, also in Photorealism ist das nicht so. Also den gibt es nicht standardmäßig, dazu geht ihr einfach hier hin, wie ich es hier gemacht habe. Wisch ich mal ganz kurz. Einfach in irgendwohin könnt ihr auch auf dem Desktop machen. Einfach Rechtsklick, Neu, Ordner, Title, Titel. So. Und darin macht ihr nochmal einen Ordner, Rechtsklick, Ordner, BG. So, ganz einfach, weil ihr in WinRAR keine Ordner erstellen könnt. Und dann zieht ihr einfach, geht ihr zurück und zieht diesen Title-Ordner einfach hier rein. Ich hab's ja schon, deswegen brauche ich es jetzt nicht mehr. Halt nur, damit ihr das habt. So. Dann den Title, BG. Und hier habe ich sie jetzt schon. Ihr nehmt einfach diese. Achso, ich habe sie ja hier gespeichert. Screenshots. Und zieht einfach nacheinander oder alle auf einmal hier rein, sodass die von Panorama 0 bis 5 sind. Und ja, schließt das. Wie gesagt, ihr könnt es in jedes Pack einfügen, müsst nur unbedingt 256 mal 256 die Maße betragen. So, dann schließt ihr das. Geht in Minecraft wieder. Und da ich es jetzt schon gemacht habe, gehe ich einfach auf LB Photorealism. Dann ändert sich das, aber ihr könnt es wie gesagt auch in Minecraft Jar einfach einfügen. Da gibt es nämlich schon diesen Title und Background Order. Und ihr seht ihr im Hintergrund. Jetzt nicht die Bilder, die ich eben gemacht habe, sondern die ich vorhin gemacht habe. Hier war mehr so, und ja, bedenkt nochmal alle Sachen, die ich eben gesagt habe, mit dem Field of View und so. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.